Ja, Information Warfare ist natürlich ein martialischer Begriff, der umfasst wesentlich mehr als das, was wir jetzt hier heute behandeln. Da geht es ja auch um Desinformation, um gezielten Einsatz von Informationen in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich habe den Begriff trotzdem gewählt, weil die Lage prekär ist. Wir brauchen die Aufmerksamkeit, wir brauchen die Konzentration jetzt auf diese Fragestellung. Und Information Warfare, wie ich es jetzt interpretiere, da geht es eben um den Diebstahl von Informationen, der gezielt eingesetzt wird, ohne dass die andere Seite davon erfährt. Und das ist nun mal eine Art kriegerische Auseinandersetzung, die wir hier jetzt heute haben. Und die betrifft natürlich alle Forschungseinrichtungen und alle Hochtechnologieunternehmen, gerade in Deutschland, wo wir eben genau in diesem Bereich so an der Spitze sind. Also zunächst mal muss man sagen, mit Sabotage kann man noch umgehen, weil man davon etwas merkt. Viel schlimmer sind die Hintergrundaktivitäten, wo es wirklich nur darum geht, Informationen herauszutransportieren, zu erhalten, ohne dass der Gegner davon etwas mitbekommt. Das ist unser Hauptproblem, denn dazu fehlt uns die Wahrnehmung, als Menschen auch die Wahrnehmung, wenn so etwas passiert. Und wir müssen uns selber immer wieder daran erinnern, dass das passieren kann und dass wir dagegen etwas tun müssen. Und ja, je nachdem, was für Kenntnisse es sind, je nachdem, was für Informationen, interessiert das natürlich verschiedene Instanzen. Aber Sie können sich vorstellen, dass Informationen über Hochtechnologie natürlich von fremden Ländern genauso angestrebt wird. Alle, die diese Technologie beherrschen wollen, auch staatliche Stellen versuchen da heranzukommen. Privatleute spielen dabei nicht ganz so eine große Rolle, obwohl natürlich hier ein fließender Übergang zwischen organisiertem Verbrechen und geheimdienstlichen Aktivitäten natürlich zu beobachten ist. Das ist auch Teil des Problems, dass hier praktisch alle zusammenarbeiten. In der Unterwelt geht sozusagen alles ineinander über. Naja, Sie brauchen sich nur anzusehen, wer in welchem Technologiebereich heute an der Spitze ist und welche Länder sich auf die Agenda gesetzt haben, solch eine Technologie ebenfalls haben zu wollen. Und dann haben Sie praktisch die Partner, die Kontrahenten ausgemacht. Genauer kann man das nicht spezifizieren, da muss sich jeder sein Bild selbst machen. Das spielt auch für uns nicht die Hauptrolle zu wissen, wer genau dies ist. Wir müssen es grundsätzlich verhindern, dass wir einen ungleichen Stand an Informationen zwischen verschiedenen Partnern haben. Wir wollen immer auf Augenhöhe sein, wir wollen gerne wissen, was weiß der andere über uns und was haben wir ihm gesagt, und mehr soll er auch nicht wissen. Man kann sich dagegen wehren auf zwei Arten, die wir natürlich auch beide verfolgen. Das eine ist, unseren Schutz unserer Systeme zu erhöhen. Also das ist nach meiner Lesart das Thema kugelsichere Weste sozusagen, versuchen, den Panzer zu verstärken. Die andere Vorgehensweise ist, sozusagen entsprechende Waffengesetze zu erlassen. Ich benutze mal dieses Bild im übertragenen Sinne, den Verkehr zu regeln, den Internetverkehr in eine Form zu bringen, dass wir genauer sehen, wer kommuniziert mit uns, wer ist es wirklich und welche Informationen fließen da tatsächlich. Das ist also dieses Thema Regulierung der Kommunikation, so wie wir das im analogen Leben, also mit GmbH-Recht, AG-Recht, der Bankenüberwachung und so weiter, heute alles schon haben. Das werden wir auch im Internetverkehr weltweit haben müssen, um uns zu schützen. Denn sonst bauen wir nur unseren Panzer immer dicker, aber wir haben keine Regulierung im Datenverkehr. Behörden und Wirtschaft müssen hier zusammen an einem Strang ziehen. Wir sind dabei, diese Kooperation zu intensivieren. Das DLR, also meine Einrichtung, dient dort auch
ein Stück weit als Sparringspartner, um die entsprechenden Skills aufzubauen bei den Sicherheitsbehörden. Das ist ja für alle eine neue Situation und wir werden hier eine sehr enge Zusammenarbeit aufbauen müssen, sonst gibt es keine Chance, sich dagegen zu wehren. Ja, wir haben schon erste Anfänge, wir haben regelmäßige Austauschzirkel, Daten, Kommunikation über Angriffsszenarien und über auch ganz konkrete Angreifer, die schon etabliert sind, die weiter ausgebaut werden müssen, die also jetzt ins Laufen kommen, und davon brauchen wir wesentlich mehr und wir brauchen vor allen Dingen eine vertrauenswürdige Kommunikation, denn es ist ganz klar, sobald ein Angreifer sich dort wieder in die Kommunikation hineinbringt, ist alles verloren, dann macht er wieder andere Dinge. Das DLR engagiert sich auf vielfältige Weise. Einmal versuchen wir natürlich, so viel wie möglich zu kommunizieren über den aktuellen Stand, über die Angriffsszenarien, über die Situation. Wir sind der Meinung, hier drüber müsste sehr viel mehr diskutiert werden, geredet werden, offen geredet werden. Das Zweite, was wir natürlich tun, Informationsaustausch mit anderen Raumfahrteinrichtungen, mit anderen Industriepartnern intensivieren, teils persönlich, teils automatisch. Hier sind wir auf allen Ebenen unterwegs, um hier das Know-how aufzubauen.